Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, das ist nicht nur der größte Investitionsplan, den wir jetzt hier heute Vormittag verabschieden, sondern es ist die Antwort 4 Jahre Große Koalition in der Verkehrspolitik. Wenn ich denke, wo wir begonnen haben, dann zeigt sich eines: Fleiß, Beharrlichkeit, Ausdauer, Arbeit zahlen sich aus. Danke an die Verkehrspolitiker und danke an den Bundesminister ganz zu Beginn meiner Rede. Der Investitionshochlauf, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das lassen Sie mich an dieser Stelle auch mal unterstreichen, findet nicht nur bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und an der Küste statt, sondern er geht zum Glück von Flensburg bis Lindau. Ich habe zumindest 2 Wasserpole eingeschlossen. Und dass wir, um diese Mittel umsetzen zu können, neue Strukturen brauchen, ich glaube, das haben wir die letzten Jahre alle deutlich gesehen. Ich will nicht mit dem Finger auf die Länder zeigen, weil das ist immer etwas schwierig. Es trifft ja den ein oder anderen Verkehrsminister, auch unseres Koalitionspartners. Aber machen wir uns bitte nichts vor. Die Planungskapazitäten der Länder sind nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Und deswegen war der Beschluss für die Infrastrukturgesellschaft der einzig richtige, der hat fallen können im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Und da freuen wir uns von der Union natürlich schon, wenn wir jetzt den Text, und nachdem den scheinbar noch nicht alle kennen oder gelesen haben, den Text der Grundgesetzänderung lesen. Ich lese hier mal vor. Frau Wilms, hören Sie mal gut zu. Artikel 90 Absatz 1. Der Bund ist Eigentümer der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs. Das Eigentum ist unveräußerlich. Klare Aussage. Die Verwaltung der Bundesautobahnen, Pünktchen, Pünktchen, wird in Bundesverwaltung geführt. Der Bund kann sich zur Erledigung seiner Aufgaben einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen. Diese Gesellschaft, jetzt bitte genau aufpassen, steht im unveräußerlichen Eigentum des Bundes. Ich finde unser Papier vom Januar fast 1:1 wieder. Herzlichen Dank dafür. Das heißt, wir bleiben oberster Bauherr, wir kontrollieren, aber wir müssen einiges anders machen. Und da steckt jetzt die nächste Aufgabe für uns, und die werden wir auch erledigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass damit privates Kapital weiter möglich bleiben soll und ÖPP-Projekte auch möglich bleiben sollen, ist für uns als Union ebenfalls unstrittig. Das sage ich hier in aller Deutlichkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Schiene ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, weil wir uns da oft ein bisschen etwas anderes vorstellen. Aber wir kommen unserer Verantwortung nach als Eigentümer und geben diese Finanzspritze, diese Kapitalerhöhung an die DB AG. Aber ich möchte hier in aller Deutlichkeit eines unterstreichen. Wir erwarten für dieses Geld jetzt auch entsprechende Konzepte. Wir erwarten auch die Anbindung der Räume mit Fernverkehr. Wir erwarten moderne Züge, pünktliche Züge, Züge mit WLAN. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer so viel Geld von uns bekommt, dem dürfen wir aber auch sagen, was wir uns dafür erwarten.
Ein paar Sätze noch zum Breitbandausbau. Dort, wo ich hinkomme, bei den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen in meiner Region, herrscht Freude über die Bescheide, sowohl über die kleinen wie über die großen Bescheide, damit der Breitbandausbau, so wie wir uns in dieser großen Koalition vereinbart haben, auch in die Gänge kommt. Und wir haben sehr, sehr große Schritte unternommen und mit 4 Milliarden Euro insgesamt für den Breitbandausbau leistet diese Koalition einen ganz erheblichen Beitrag zum Ausbau des schnellen Internets. Und auch darauf bitte nochmal, bevor hier irgendetwas falsch im Raum stehen bleibt. Das Programm ist modelloffen. Modelloffen, liebe Kollegin. Das heißt, sowohl das Betreibermodell wie die Wirtschaftlichkeitslücken können entsprechend geschlossen werden. Es hängt ab davon, wie man sich vor Ort entscheidet. Und deswegen ist der Programmzuschnitt richtig und erfolgreich. Dass wir hier auch noch Stellen schaffen bei der Bundesnetzagentur und dem BMVI, damit unser Diginetzgesetz auch entsprechend umgesetzt werden kann, ist logisch und richtig, denn am Ende nützt die reine gesetzliche Grundlage nichts, wenn nicht die Umsetzung in die Wege geleitet wird. Auch dafür haben wir gesorgt mit diesem Haushalt. Auch dafür ein Dankeschön. Das heißt, schnelles Internet ist auf dem Weg. Schnelles Internet wird es in Zukunft in allen Regionen geben. Wir stehen auch mit dem Haushalt 2017, und jetzt nehme ich noch mal ein Wort, das Sie immer so sehr freut, für Mobilität und Modernität mit einem gelungenen Infrastrukturhochlauf. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gratulation zu unserem gemeinsamen Haushalt. Dankeschön.